Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Ja, in Ordnung. Aber selbstverständlich. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Wie ihr wünscht. Aber selbstverständlich. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Ja, in Ordnung. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am dritten Tag nagen sie weiter an den Männern. Am vierten Tag warten wir und fürchten unser Schicksal. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Am ersten Tag... Was ist das? Jemand Neues? Unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Das ist, was ich gesehen habe. Was aus mir wird. Gesungen wird es zur Fantasie.
ist nicht mehr real. Nur dort bin ich sicher, denn sie zwingen mich zu essen. Und dann... Ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laryn zuerst nahmen. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Ich werde nicht von ihr reden, von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn, nicht zu Branka. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Erledigt. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Bonamar, ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Sie sind immer so gierig aufs Kämpfen, nicht wahr? Oh.
Gürtel um Gnade. Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind. Sie haben Laryn genommen. Sie musste unsere Freunde essen, ihrem Ehemann das Gesicht abziehen und sein Blut trinken. Und während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und rot. Dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Wie ihr wünscht. Brutmutter.